Wir schreiben den 3. Juni 2017 irgendwo in den Bündner Bergen. 3 Monate sind vergangen, seit die 12-jährige Seraina den alten Bahnwagen erkundet hat, der 2 Wochen lang im Bahnhof von Schkuhl gestanden ist. Seither hat sie nur eins im Kopf: Bienen. Was ist passiert? Um eine Antwort zu kriegen, reisen wir ein Jahr in die Vergangenheit. Das Jungimkerprojekt Flugschneise hat gerade einen alten Bahnwagen von RHB gekriegt. Und den bauen sie jetzt um. Die alten Bänke müssen raus. Der Wagen wird sanft renoviert und eine Bienen- und Imkerausstellung inklusive Bienenvölker werden eingerichtet. Doch zurück zur Seraina. Der Bahnwagen hat sie während dem Unterricht besucht. Wie viele andere Interessierte hat ihre Lehrerin die Klasse über die Webseiten angemeldet. Ab 2017 ist der Bahnwagen auf Tournee. Er steht jeweils ein paar Tage in ausgewählten RHB-Bahnhöfen. Betreut wird er von lokalen Imkerverein. Die Bienen fliegen während dieser Zeit in der Region umeinander. Sie besuchen Blumen um Blumen und holen regionale Pollen und Nektar. Im Sommer wird der Honig dann geerntet. Echter Bündner Bienenhonig entsteht. Grischabine auf der Schiene. Erlebnisimkerei für Schülerinnen und Schüler.